Es ist noch früh am Morgen. Die Hähne krähen ohne Unterbrechung. Die ersten Kinder sind schon auf den Beinen. Von unserer Hotelterrasse zeigt sich das Panorama der Landschaft. Die wenigen Touristen machen sich für ihre verschiedenen Aktivitäten fertig. Noch ein Blick auf die Hotelküche und dann heißt das Motto: Ein neuer Tag, ein neues Abenteuer. Heute beginnt die dreitägige Flussfahrt auf dem Ciribihina. Aber als erstes muss Richter, unser Reiseleiter, beim Bürgermeister die Registrierung für diese Tour organisieren. Das ist Gelegenheit, um Eindrücke von Miandri Vazzo einzufangen. An das Erscheinungsbild der Städte und Dörfer haben wir uns langsam gewöhnt und erleben gelassen das geschäftige Treiben in der City. Im letzten Dorf, bevor wir zu den Schiffen gelangten, hier noch einmal eine letzte Prüfung und Eintragung beim Ortsvorsteher, verbunden mit einer Spende für die Schule. Mein Geschenk, ein Kugelschreiber, wurde gerne entgegengenommen und verschwand recht schnell unter der Akte.